Weiter geht's mit Patron hier an unserer Kerzenmanufaktur. Und im Moment reicht's mit den Kerzen noch aus. Und ich muss sagen, wir können uns ja mal langsam hier durchbewegen. Und hier liegt tatsächlich das Eisenerz rum. Moment. Und dann... Ernsthaft, liegt sogar im Gebäude was? Wie cool ist das denn? Hier wird sogar im Gebäude gearbeitet, obwohl du hier gar nicht reingucken kannst. Na gut, okay, von dort und dort kannst du reingucken. Das ist ja der Hammer. Okay, entschuldigt bitte, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen baff. Aber ja, die Kohlemine hat auch Kohle. Und jetzt wollen wir doch mal reingucken. Ah doch, tatsächlich, da oben können wir reingucken. Naja, sehr spannend. Okay, weiter geht's. Und jetzt werden wir erstmal unsere Minen etwas arbeiten lassen. Wir haben nämlich erstmal genug von allem. Genau, das kommt nicht im Gebäude an. Weizen ist ein bisschen wenig. Es sollte eigentlich reichen. Wir haben ja genug Weizen. Können wir eigentlich Weizen für den Verbrauch der Bürger sperren? Das wäre natürlich nochmal eine Möglichkeit. Weil wir das ja eigentlich nur... Ja, zack. So, klicke hier um die Ressourcen sowohl der Produktion als auch den Bürger direkt ohne Einschränkung nutzen zu lassen. Nein, das soll bitte erstmal nur in der Produktion genutzt werden. So, dann haben wir da auf jeden Fall davon erstmal genug. Ansonsten Nahrung haben wir nur wahrlich genug. Sehr schön. Dann ist die Forschung fertig. Jetzt gehen wir tatsächlich mal rein und schauen mal, ob wir was machen können. Beobachten dabei mal die ganzen Werte hier. Das sieht gut aus. 50 sieht auch gut aus. Und jetzt gucken wir mal der Tarif. Das kostet 260 im Jahr. Erhöht die Münzen pro Arbeiter und Bauern. Dann hoffen wir mal, dass wir damit ein bisschen mehr machen können. Und dann sind wir tatsächlich jetzt schon bei den Dekreten am Ende angelangt. Aber wir können auch gleich da wieder was machen. Das ist also kein Problem. So. Aber jetzt will ich nochmal in die Nahrung reingucken. Und mal schauen, was wir so produzieren beim Thema Nahrung. Wir produzieren Karotten. Die reichen ja... Das ist ja Wahnsinn. Die reichen ja überhaupt nicht aus. Doch, die reichen. Also Karotten reichen. Sehr gut. Dann haben wir Hafer noch nicht. Weizen haben wir gerade verändert. Wurzeln, Pilze haben wir noch. Erdbeeren haben wir auch noch ein paar. Aber die reichen wahrscheinlich auch nicht lange. Rindfleisch, Schweinefleisch, Wildfleisch haben wir genug. Und Fisch... Krabben haben wir tatsächlich auch keine. Also Krabben werden ja auch sehr, sehr, sehr gerne gegessen. Äpfel hatten wir gesehen im letzten Jahr. Wird viel gegessen. Also Äpfel sollten wir auch nochmal mehr anbauen. Und Blumen haben wir auch noch genug. Okay, ansonsten Tabak ist auch noch ausreichend da. Lehm auch. Bier ist auch da. Okay, das sieht erstmal gut aus. Also wenn... Wenn wir noch was optimieren, dann ist es tatsächlich das hier. Aber ich weiß gar nicht, wie groß wir eine Apfel... So ein Apfelteil machen können. Es geht also maximal 12 mal 12. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, wie groß das Ding da ist. Das müsste man jetzt mal... Das müssen wir mal abzählen. Das sind genau 2, 4, 6, 8, 10, 12. Moment, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Moment. Haben Sie das, wurde das vielleicht mal geändert? Also ich war beim Obstfeld da, genau. Das kann, oh, das kann sehr groß werden. 20 mal 20, ja. Dann sollen wir tatsächlich ein neues Obstfeld bei Zeiten mal planen für unsere Äpfel und das hier für sinnvollere Dinge nutzen. Zum Beispiel nochmal ein Getreidefeld draus machen. Ich glaube, das macht definitiv mehr Sinn. Haben wir denn hier... Das könnten wir tatsächlich hier hinsetzen. Denn Äpfel gehen ganz gut bei uns, aber irgendwie sind die nie so richtig vorhanden. Sobald wir mehr Leute haben, machen wir das. Das machen wir dann. Okay, dann sind wir jetzt beim Händler. Da können wir noch mal ein bisschen was handeln. Ist die Frage, was? Wir sind bei Kleidern, da würden wir genug Geld bekommen. Aber ich würde sagen, wir handeln tatsächlich mal... Feuerholz weg. Zack. So, einmal das. Und Feuerholz sieht erstmal gut aus, Nahrung aus. Apropos, wie sieht es überhaupt mit dem Lagerbestand aus?
15 von 30.000 sieht erstmal gut aus. Okay. Wunderbar. Also, das passt. Wir haben 800 Tabak auf Lager. Kleider, Blumen, da haben wir auch genug. Und Möbel und Töpferwaren sind echt mangelbare. Okay. Möbel könnten wir noch erhöhen. Schürfer könnten wir hier erhöhen, das macht keinen Sinn. Wir gucken mal. 126, 280, also hier könnten wir auch noch einen reinpacken. Also Möbel und Töpferwaren könnten wir in der Produktion erhöhen. Das ist kein Problem. Wie würde es dann hier aussehen? 3, ja, das passt eigentlich. Also Möbel und Töpferwaren können wir erhöhen. Das sollten wir auch machen, sobald wir hier bei 52 sind. Sollten wir da ein bisschen was machen. Und ich würde tatsächlich sagen, wir setzen jetzt nochmal, wir reißen tatsächlich jetzt im Winter, da machen wir mal auf ein wenig langsamer, wir reißen das Apfelfeld hier ab. Einmal das hier. Muss ich da eventuell Gebäude abreißen? Gucken wir mal. Einmal da bitte. So, das reißen wir ab. Dann kommt hier ein Getreidefeld hin. Und hier vorne, und jetzt zeige ich mir das nochmal an. Ja, da würde ich nichts machen. Aber hier würde ich tatsächlich das Apfelfeld hinsetzen. Den Apfelbauern. Das können wir genau dahin machen. Einmal ab da. Machen wir das mal 20 mal 20. Zack. Die Produktivität wird da nicht 100% sein, aber ich denke, das ist okay. Dann gehen wir damit einmal um das Gebäude rum. Einmal nach da. Und dann dort an den Weg ran. Gucken wir mal. Passt. Sehr schön. Gut, dann können wir das schon mal bauen. Und dann haben wir zumindest ein bisschen mehr Apfelproduktion. Denn das mit den Äpfeln ist doch echt Mangelware bei uns. Sehr schön. Gut, dann einmal hier geguckt in die Forschung. Und da können wir jetzt weitermachen. Die Pflichtdurchsetzung, das können wir noch nicht machen. Wir sollten aber tatsächlich jetzt ins Rathaus investieren. Das können wir uns leisten. Automatisches Upgrade der Versammlungshalle zum Rathaus, das mehr gesellschaftliche Möglichkeiten eröffnet und mehr Handelsoptionen eröffnet. Zack. Und die 1000 haben wir gerade übrig. Dann werden wir jetzt das Rathaus erforschen. So, da bitte einen rein. Und hier wird bitte ein Apfel produziert. Das brauchen wir, glaube ich, noch nicht für die Distillerie. Aber wir brauchen es langfristig auf jeden Fall für Apfelwein und solche Sachen. Wir haben, wo war das denn, Weinbrand? Glaube ich nicht, aber wir haben hier Apfelwein. Und da brauchen wir es auf jeden Fall. Bauholz sieht noch nicht stabil aus. Da müssen wir also auch noch mehr reinpacken. Aber wie gesagt, die nächsten beiden Jobs vergeben wir für Töpferware und Möbel. Da möchte ich erstmal ein stabileres Einkommen generieren. So. Kann ich gekauft werden, so viele Tiere auf der Ranch? Wir sind bei 11 Schafen. Ja, passt doch. 200 Wolle produzieren wir jetzt. Ein bisschen Lammfleisch. Da kommt auch noch mal ein bisschen was rein. Das ist sehr schön. Wie sieht es eigentlich hier aus? Das könnten wir auch machen. Gibt ein paar mehr Münzen. Und jetzt beginnt es zu schneiden. Und ich würde tatsächlich sagen, wir sind hier echt immer bei der Kohle, trotz allem, also das ist der Wahnsinn, was die an Kohle verbrauchen, ne? Die heizen echt nicht mehr mit Kohle. Oder fast nicht mehr mit Holz. Wir setzen dem mal ein Ende und setzen da mal einen Riegel vor. Wahnsinn, gut, erstmal 230, 250. Okay, dann sollen sie jetzt erstmal ein bisschen Holz verheizen, damit wir ein paar Kohlereserven wieder aufbauen. Das müssen wir dann wahrscheinlich von Jahr zu Jahr wieder aktivieren oder deaktivieren. Okay, also Holz. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall werden wir hier natürlich dann auch immer mehr Holz brauchen. Werkzeugschmied nicht. Ja, da brauchen wir Holz. Und in der Töpferei Brennholz. Ja, das wird kritisch. Müssen wir mal gucken.
ob das alles so klappt. Okay, wie sieht es denn hier aus? Ja, das sieht erstmal gut aus, würde ich sagen. Er pflanzt hier munter weiter an. Wir könnten da noch investieren, aber das macht hier überhaupt keinen Sinn. Er sieht auch gut aus, er steht mitten im Wald, das passt. Sehr schön. Tja, ich würde sagen, dann machen wir tatsächlich mal auf Geschwindigkeit 10 und lassen das mal weiterlaufen. Aber jetzt können wir wieder handeln. Wir sind bei 400 Kleidung, 700 Blumen. Was bringen denn Blumen? Nur eins? Oh Gott. Kräuter bringt 2, Leder bringt 2. Wildfleisch bringt 1. Tabak bringt 2, davon könnten wir auch was verkaufen. Das ist schwierig. Ich würde ja gerne unsere Kleider verkaufen. Ne, wir machen nochmal eine Ladung Kräuter. Und verkaufen die nochmal. Okay. Dann können wir eigentlich gleich das Rathaus danach. Müssen wir mal gucken. Als nächstes würde ich tatsächlich gerne so in Richtung der Kirche gehen, beziehungsweise das Steinhaus, das können wir erforschen, das finde ich gut. Und dann wird erstmal das Rathaus, dann gucken wir uns erstmal das Rathaus an. Forschung abgeschlossen, dein letztes Forschungsprojekt ist abgeschlossen und das ist das Rathaus von Nerdica. Ist das nicht hübsch? Ein wunderbares. Und wir haben 4 weitere Tarifeinflusspunkte verfügbar. Damit können wir weitere Dekrete erlassen. Da müssen wir mal gucken, was wir dann bei Zeiten haben. Aber jetzt haben wir das Steinhaus. Und da würde ich sagen, das erste Steinhaus wird natürlich hier vorne. Die werden natürlich hier vorne entstehen. Das sind 50 Münzen. Da machen wir gleich mal 2, zack, Steinhäuser draus. Oh Leute, ist das toll. Das sieht genauso aus wie vorher. Ist das hübsch? Nein, hier sind natürlich die Wände, die Sachen hier aus Stein. Oh, herrlich. Sehr hübsch. Verbessert ein bisschen die Isolation wahrscheinlich. Sehr hübsch. So. Wie weit sind wir denn Wohnungsbeitrag? Was bringt das denn? Die Umsetzung der Richtlinie gewährt Münzeinnahmen für jedes Haus. Plus 10 Münzen pro Haus. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Also wir sind, oh Gott, wir sind ungefähr, wenn ich mir das so angucke, zur Hälfte durch. Und damit auch tatsächlich so allmählich kommen wir, würde ich sagen, ins letzte Drittel des Let's Plays. Weil ich hatte ja von vornherein gesagt, dass ich ungefähr bis hierhin gehen wollte. Und ich glaube, dass wir dann einen sehr guten, eine sehr gut funktionierende Stadt haben und diesen extrem schwierigen Start. Denn wie gesagt, höre oder schwierigere Startbedingungen, abgesehen von einer anderen Karte, gibt es tatsächlich in dem Spiel nicht. Ich denke, das haben wir gemeinsam gut gewuppt dann. Okay. Jetzt können wir aber noch was verkaufen. Fisch. Komm, wir verkaufen nochmal 300 Kleider. Wir haben so viel auf Lager davon. Und dann sind wir bei 1700. Wow. Da können wir tatsächlich überlegen, ob wir schon die Kirche erforschen. Ermöglicht den Bau einer Kirche, um deinen religiösen Untertanen zufriedenzustellen. Aber eine Kirche braucht mit Sicherheit Ziegel, ne? Da macht es erst Sinn, dass wir eine Ziegelei bauen. Friedhof braucht Bauhaus, Kathedrale, Haus des Heilers, Kirche braucht Ziegel. Ja. Dann sollten wir erst die Holzversorgung stabilisieren. Und, oh, wir sind bei 52. Und ich würde tatsächlich sagen, Möbel haben wir minimal was auf Lager. Ich würde gerne hier einen reinpacken. Und den letzten, der mehr geworden ist, packen wir tatsächlich bei den Töpferwaren rein. Wir schauen mal. 280.
müsste tatsächlich reichen. Einmal expandieren bitte und einen weiteren rein, dass wir ein paar mehr Töpferwaren produzieren. Okay. Und die nächste Produktionskette, die wir uns aufbauen, sind die Ziegel. Dann sollten wir hoffentlich das Thema Holz jetzt ein bisschen unter Kontrolle haben. Und dann ist die nächste Forschung die Ziegelei. Und die bauen wir uns dann auch auf. Okay, so. Das ist unser Obst. Da produzieren wir 721 und eine Effizienz von 90%. Ja, das ist okay. Das ist okay. Wir sind übrigens bei 34 und 28. Also das Verhältnis ist noch nicht so gut. Im Moment sieht es tatsächlich so aus, dass unsere kleine Siedlung mit der Zeit kleiner wird. Da müssen wir mal gucken, dass wir tatsächlich am Ball bleiben. Also ich würde im Moment auch keine weiteren Unterkünfte bauen. Die sorgen ja dafür, dass die Leute weniger machen und also weniger Kinder produzieren. Und warum tatsächlich hier dieses Luxusbedürfnis so gering ist, hier hinten, das ist mir echt ein Rätsel. Wir haben Bier, Kerzen, Tabak auf Lager. Wir haben Kleider, Möbel und Blumen auf Lager. Wir haben uns jetzt hierum gekümmert. Wie sieht es denn im Allgemeinen aus? Luxusgüter bei den Händlern sind bei 57. Wir haben noch gar keine Händler. Oder kommen die automatisch? Kommen die automatisch mit dem Tarif? Nee. Haben wir schon einen Händler? Und wenn ja, wo? Wir haben schon Händler? Okay, ich meine, ich kann verstehen, dass die Händlerzufriedenheit eher dürftig ist. Okay, wie viel haben wir denn davon? Bauern haben wir 39, Arbeiter sind 12 und Händler sind echt einer? Aber wir haben doch das Ding ja nicht ausgebaut. Okay, gut, jetzt auf jeden Fall erstmal die nächste Ladung. Wir können Tabak verkaufen, würde ich sagen. Da kriegen wir auch genug für. Da verkaufen wir gleich nochmal eine Ladung. Und jetzt haben wir echt 2600. Okay, also an Geld mangelt es uns nicht. Dann können wir jetzt die Ziegelei erforschen. Und danach können wir eigentlich auch gleich die Kirche nachschmeißen. Da haben wir jetzt erstmal genug von. Und wir müssen jetzt tatsächlich, und jetzt mache ich immer wieder auf die Geschwindigkeit 1, müssen wir erstmal rausfinden, wo diese Händler arbeiten. Ich vermute, das kommt wirklich mit dem Upgrade zum Rathaus. Ich bin mir nicht sicher. Aber das wäre zumindest meine Vermutung. Na, da müssen wir jetzt natürlich mal ran, ne? Wie produzieren wir denn Apfelwein? Dazu brauchen wir eine Distillerie 2. Produktion von Wein aus Trauben in die Distillerie. Mhm. Dann werden wir hier Dekorationen, Kamm und Öllampen. Gucken wir hier mal hin. Da könnten wir schon Apfelwein produzieren. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann hätten wir zumindest schon mal so eine Basisproduktion für die. Das finde ich gut. Dann machen wir tatsächlich nach der Ziegelei den Obstbau und die Distillerie 2. Dann können wir zumindest grob schon mal den Apfelwein produzieren. Aber ist die Frage, wo kriegen wir Kämme her? Produktion von Kämmen im Juweliergeschäft. Okay, das ist gut. Das heißt, wir brauchen also auch die Widmenproduktion in der Nähe eines Felds plus 15%. Und eine Bäckerei macht dann unser Brot. Also Bäckerei brauchen wir und danach die Distillerie. Dann kommt schon der Hafen. Dann sind wir schon bei Schulen. Ölmühlen, Öllampen, Sonnenblumenanbau kommt da oben. Das heißt, hier hätten wir den Kamm. Da unten ist der Apfelwein. Öllampen haben wir auch gesehen, Dekorationen und dann hier sind wir beim Wein, das ist der dritte Teil. Okay, soweit sind wir noch nicht, Gott sei Dank. Da sind wir noch nicht. Oder das kommt echt mit dem Haus-Upgrade. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das muss mit dem Haus-Upgrade kommen, Leute. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Hier wohnen jetzt Anwohner 6. Das ist Beruf Hafenarbeiter.
So, dann haben wir hier ein paar Kinder, Bergarbeiter, aber es sind beides Bauern. Aber warum sind die Bauern unglücklich, was Luxusgüter angeht? Kleidung, Töpferwaren, Möbel, Arbeiter. Kleidung, Töpferwaren, Möbel, Blumen. Die haben noch alles. Sehr interessant. Sehr interessant. Ich würde tatsächlich jetzt mal nach dieser Zufriedenheit gehen und sehen, dass die Zufriedenheit der Luxusgüter bei den Bauern und den Arbeitern hoch ist und nur bei den Händlern minderwertig. So würde ich das jetzt mal lesen. Okay, die Ziegelei, das dauert ein bisschen. Gehen wir mal auf Geschwindigkeit 2. Und ich würde sagen, so von der Sache her reicht es erstmal. Ich hoffe, dass wir damit auf die Reihe kommen, dass wir hier genug Äpfel jetzt produzieren können, um unseren eigenen Verbrauch und den Apfelwein zu stillen. Aber an sich haben wir das, denke ich, jetzt erstmal unter Kontrolle. Holz steigt. Brennholz und Kohle haben wir auch. Kohle sogar zu viel. Ich würde sagen, dass sogar das Brennholz müsste auch ausreichen. Dann könnten wir eigentlich ein Kohlebergwerk gucken, dass wir sogar zwei rausziehen. Ja. Genau. Wir ziehen aus dem Kohlebergwerk nochmal zwei raus. Dann haben wir hier ein paar mehr Träger und auch mehr Möglichkeiten für andere. Ein Transporteur können wir nochmal machen, das ist gut. Dann machen wir nochmal ein. Okay. Brauchen wir für die Distillerie 2 Steine. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Das ist kein Upgrade, ne? Ölmühle, Juweliergeschäft, Schneiderei, großes Lagerhaus. Schneiderei? Ist denn die... Ach, da. Das können wir wahrscheinlich wieder einstellen, ne? Genau, Produktion Bier. Ja, alles klar. So. Das haben wir abgeschlossen. Dann machen wir jetzt den Obstbaumsamen. Erlaubt das Pflanzen von Birnen, Pflaumenbäumen und in den Obstgärten und die Produktion von Weinbrand in der Distillerie. Sehr gut. Dann würde ich sagen, bauen wir direkt eine weitere Distillerie daneben. Das finde ich nämlich ziemlich gut, dass wir die einfach da hinsetzen. Das dank unserer Distillerieabteilung. Ich würde sagen, wir machen da ein bisschen Platz zwischen. So. Geht nicht. Ach, da ist dieses Schild. Ach Gott, auch das noch. Dann reißen wir das, dann reißen wir dieses Schild erst ab. Und das setzen wir daneben nochmal. So. Und dann eine weitere Distillerie bitte nach dort. Und ein Schild nach da. Jetzt müssen wir übrigens noch ein paar Schilder bauen. Das haben wir hier etwas vernachlässigt. Dann bauen wir eins nach da. Hier können wir auch eins hinsetzen. Da unten können wir eins hinsetzen. Und hier mitten im Wald können wir auch eins hinsetzen. Dann haben sie erstmal genug zu bauen. Dann sollte es erstmal wieder passen, was die Bauaufträge angeht. Sehr gut. Also im Moment läuft es ja ganz gut. Und die Distillerie können wir dann auch mit der Forschung der Distillerie 2 dann belegen. Das dauert uns so noch ein bisschen, bis das alles fertig ist. Okay. Einmal bitte höhere Geschwindigkeit. Und was zu verkaufen haben wir noch nicht. Aber ich muss sagen, es wächst und gedeiht. Unser wunderschönes Dorf. Jetzt haben wir übrigens auch Töpferwaren auf Lager. Ja, Möbel sind immer noch bei plus minus null, aber solange es nicht schlimmer wird, ist okay. So, Sicherheit für die Adligen, für die Kaufleute ist nicht sehr hoch. Ah, da müssen wir wahrscheinlich noch was Neues bauen. Wir können nämlich tatsächlich mal weiter die Häuser hier verbessern. So,
Können wir das auch verbessern hier? Zu einem Wachhaus. Ah, das müssen wir erst erforschen, wenn wir die Ziegelei bauen. Okay. Jetzt können wir aber tatsächlich mal schauen, dass wir die Ziegelei uns mal angucken. Die braucht Kohle 130. Davon haben wir genug Münzen und Lehm. Wie viel Lehm produzieren wir und wie viel verbrauchen wir? 280 und 250. Also da brauchen wir mindestens zwei weitere Jobs. Und die haben wir im Moment nicht übrig. Okay, das ist natürlich... Ja, das ist natürlich ärgerlich. Also da müssen... Wir können die Ziegelei schon bauen. Das würde ich aber hier oben hinsetzen dann tatsächlich. Gehen wir einmal dahin. Ein Abstand. So. Dahin. Dann bauen wir uns dort einen kleinen Weg. Dann können wir die Ziegelei zumindest schon planen, aber besetzen noch nicht. Wir brauchen zwei Jobs. Einmal hier, beziehungsweise wir können eventuell auch damit was machen. Mal gucken. So, dann sind wir bei knapp 400. Ah, das wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Da müssen wir tatsächlich... Also zwei Jobs müssen wir haben, damit wir dann in die Ziegelproduktion gehen. Eigentlich sogar drei, damit wir dann auch die Destillerie für unsere Kaufleute haben. So, wie sieht's aus? Jawohl, gleich fertig. Und uns fehlt das Eisen tatsächlich. Und danach gehen wir in die Destillerie 2. Okay, dann gucken wir hier unten hin. Hier sollten wir wieder in der Lage sein zu verkaufen. Ach guck, Kleider, 700. Dann gleich mal 300 verhandeln hier. So. Wunderbar. 8 Eisen. Was verbraucht denn da momentan so viel? 19 Verbrauch. Bei der Kohle sind wir bei wesentlich höherer Produktion als dem Verbrauch. Ja. Aber zumindest... Also wir müssten eigentlich sogar die Eisenproduktion noch erhöhen, aber dann müssen wir wieder Jobs schaffen. Ach Gott, das ist das ärgerlich. Ob wir eventuell irgendwo was abziehen können. Eventuell vom Bier, da haben wir keinen drinne. Da haben wir ein Getreidefeld. Ne, das sind Blumen und da sind auch Blumen. Das reicht auch noch gerade so. Da könnte man noch ein zweites Tier zukaufen, also ein zehntes. Wir könnten eventuell einmal Feuerholz rausholen. Das würde ich tatsächlich überlegen. Wir ziehen mal einen aus dem Sägewerk ab. Und packen denjenigen in die Eisenmine. Denn da mangelt es uns momentan am Eisen, das muss man sagen. Mal gucken, ob das was gebracht hat. So, Forschung. Wir brauchen 20. Wie weit ist er hier? Noch nicht fertig. Distillerie ist auch nicht fertig. Ja, momentan wird es wieder etwas eng. Also jetzt, was heißt eng? Natürlich nicht. Aber wir haben natürlich dieses Problem mit den Händlern. Und die brauchen wir natürlich langfristig. Also die will ich mir hier auch nicht vergraulen. Na, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Geschwindigkeit 10. So viel scheint hier gerade gar nicht zu passieren. Und dann warten wir mal, bis die Gebäude gebaut sind. Das sieht erstmal ganz gut aus. Dann bauen wir erstmal die Distillerie. 5 Leute haben wir. Ja, wie gesagt, 2 brauchen wir eigentlich sogar 3. Was wir natürlich machen könnten, wäre eventuell hier das... Wo haben wir es denn? Es gab das Einwanderungsdekret.
wenn ich das jetzt irgendwo entwerfen, erforschen, verringert die Zeit, die benötigt, vor die Forschung benötigt wird. Das könnte man in der Zwischenzeit auch mal machen. Erhöht die Produktion von Kohlemin, wenn sich eine Eisenerz... Ja, nicht genügend für die Händler. Da arbeiten wir schon dran. Das war's nicht. Gott, wo war das denn? Da. Anreise zur Einwanderung. Das machen wir. So, es fehlt... Ach, da fehlt's an Eisen bei diesen Gebäuden. Ach Gott. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Jetzt geht's weiter. Sehr schön. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir tatsächlich hier Anreize zur Einwanderung schaffen können. Das wäre natürlich nicht schlecht. Dann gehen wir mal ein bisschen langsamer. Jetzt gehen wir mal auf das Dekret und gucken mal, wo das ist. Haben wir das nicht gerade erforscht? Gibt Münzen aus vom Einwanderer aus der alten Welt dazu zu bewegen, sich deiner Stadt anzuschließen. 30% Zuwanderungsrate. Ist das kein Dekret? Anreiz zur Einwanderung. Ach, das kostet 5 Einfluss? Heidewitzka. Das ist ja der Hammer. Okay, also das haben wir natürlich jetzt nicht übrig. Boah. Okay, aber wir können Tabak verkaufen. Davon haben wir genug übrig. Davon produzieren wir tatsächlich ziemlich viel. So, einmal verkaufen bitte. Okay. Dann sind wir natürlich hier immer noch nicht weiter. Das Gebäude braucht aber einen Arbeiter. Den würde ich jetzt auch mal hier reinpacken und dann produzieren wir Weinbrand. Nein, Weinbrand nicht. Wir legen das erstmal still und packen den Arbeiter hier wieder raus. Wir müssen erstmal die Distillerie 2 erforschen. Die ist... Nein, jetzt haben wir nicht genug Eisen. Das kann nicht wahr sein. Also Eisen ist echt ein Problem. Das hätte ich gar nicht gedacht. Was hat er jetzt für ein Problem? Der kriegt nicht mehr genug Eisen, um Werkzeuge zu produzieren. Boah. Vielleicht holen wir uns tatsächlich bei der nächsten Lieferung einfach mal 300 Eisen rein. Das wäre, glaube ich, vielleicht eine Möglichkeit. Ja, die sind jetzt echt unzufrieden, weil sie natürlich nichts bekommen. Die Bauern sind mit den Steuern unzufrieden. Aber okay. Das, ja, mein Gott. Dafür sind sie bei allem anderen zufrieden. Das Wachhaus müssen wir auch noch updaten. Das können wir noch nicht bauen. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend bei uns und wie es weitergeht, ihr Lieben, und ob uns unsere Händler aufs Dach steigen, das sehen wir morgen. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.